So Leute, was geht ab? Deadpool am Start! Und ja, endlich, das geilste Spiel der Welt ist in meinen Händen. Ich habe es zwei Tage davor bekommen. Ich hätte es bestimmt auch früher bekommen können, aber ja, ich habe es irgendwie dann doch verpeilt. Aber jetzt ist es zum Glück da, Leute. Und das geilste Spiel, was auf diesem Kanal kommen wird, ist jetzt in meinen Händen. Und ich will sofort starten. Und kurz eine kleine Sache über Deadpool für die Leute, die es nicht wissen. Vielleicht habt ihr schon bei anderen Let's Playern gehört. Aber ich werde es trotzdem nochmal erwähnen. Also, wir spielen ja Deadpool, aka Wade Wilson, aka The Merc, ruft immer auf. Und zwar, Wade Wilson war ein Kopfgeldjäger, ein Söldner, der sich dann wie Wolverine den Weapon X-Programm zugewendet hat, wo dann Wolverine sein Adamantium-Skelett überbezogen hat, aber das ist eine andere Geschichte. Denn, Wade hatte nämlich Krebs und durch dieses Projekt wollte er es nämlich heilen, den Krebs. Nur das Problem war, der Krebs hat sich dann über den ganzen Körper von Wade gezogen und auch ein Tumor hat sich in seinem Kopf gebildet, sodass er leicht schizophren wurde und etwas crazy. Und ja, deshalb sieht er auch so entstellt aus. Und hat dann eine Macke. Da gibt es noch eine Sache, bin ich mir nicht ganz sicher, ob das stimmt. Das habe ich irgendwo gelesen, dass seine Haut irgendwie so verbrannt ist. Jetzt kratzt sich mit der Knarre an den Eiern. Dass nämlich irgendwie die Wissenschaftler mit einem Flammenwerfer auf ihn eingedroschen sind. Ich weiß nicht genau, ob das stimmt, könnt ihr mir gerne bestätigen. Deshalb seine Haut so verunstaltet aussieht. Dass mit dem Flammenwerfer gebraten wurde. Aber jetzt egal, halt mal die Klappe hier. Wir wollen ein bisschen zocken hier. Trautes Heim, machen wir gleich mal los. Was ist das hier für ein Schwierigkeitsgrad? Genetisch überlegen, Veteranen, Ultraportal. Ich würde sagen, wir machen Mittel und jo. Vertigo ist eine Meisterin des Innenohrs. Alles klar, Leute. Also, ich wette noch irgendwie so während des Let's Play noch ein bisschen was über die Comics labern. Aber jetzt werden wir erstmal das Intro genießen. Wenn es denn kommt, und ich hoffe mir wirklich viel von dem Spiel. Vor allem beim Humor. Ich denke mal, das Gameplay wird eher so, ich sage jetzt nicht altbacken sein, aber es ist halt ein typisches Hack and Slay Jump'n'Run plus... ein paar Sprüche, aber jetzt halte ich mal besser mal die Klappe. Deadpool, it's Logan. Got your message. And for the last time, no. You cannot take our Blackbird out for a joyride. Stop calling about it. Hey Deadpool, it's Domino. So, I got another contract for you if you're interested. The coin is good, so just let me know. Oh, and regarding that other thing you texted me about, I can't. I mean, it was just supposed to be that one time, and I... Anyway, just call me. Deadpool, it's Peter Della Penna from High Moon Studios. You know, the guy you kept calling dickhead when you cornered me in the parking lot the other night? Anyway, I looked over your proposal. Not gonna pretend I understand any of it, but the answer is no. We're gonna pass on your big game idea. What? He said no? That was our chance to be in our own video game. Maybe we shouldn't have written the proposal in crayon. Relax. You know he's gonna call back. Oh yeah, because of the Deadpool. Hey, it's Peter. You know, dickhead. Remember when I called you earlier and told you no? I'm such a joker, because I meant yes, of course. The new proposal you sent over this morning went off with a big bang in the office today. Genius, just genius. So, sum it up. Congratulations. Let's make a video game. See? Once again, our explosive personality wins the day. High five! No high fives, we're voices in our head. I've got my top designers banging away on a script right now. As soon as it's ready, we'll send it right over. Script? So, ich sehe schon ein bisschen wieder in-game. Und sorry wegen diesem Geschirrhintergrund, das liegt daran, weil, ja, Geschirr abgeräumt wird. Like some dingus word writer is gonna know better than me how to show how amazing I am. Amazing is more Spider-Man's thing, really. Yeah, right. Alles klar, bisschen umsehen mit der Kamera. Well, superhuman strength and reflexes, extrasensory perception, genius level intellect, the ability to stick to any certain click. Hey, what's that? You guys tracking my every move now? But I haven't even accomplished anything in this game yet. Ja, man, Trophäe. Alles klar. Wer sich übrigens wundert, was diese zwei Stimmen da sind. Oh, noch eine Trophäe, Alter, was zum Teufel. Das ist halt die Schizophrenie von Deadpool. Denn Deadpool hat nämlich jetzt zwei Stimmen im Kopf. Eine gute und eine böse, praktisch ein Engel und ein Teufel. Und ja, die helfen ihnen dann manchmal in Entscheidungen in brenzligen Situationen. So, was können wir denn hier machen? Hündchenstellung. Oh, how's the ball looking coming along? Red Rocket, Red Rocket! You just sit tight, and I won't have to shoot.
ist das eigentlich Dogpool? Also halt, ihr wisst schon, der Hund von Deadpool in Deadpool Corps, in den Comics. Ja, ich muss ja sagen, ich bin ein großer Fan von den Deadpool Comics. So, wir können ja auch Fernsehen gucken, aber ich habe mit Season 3 angefangen und nicht mit Season 1. Also jetzt können wir mal ein bisschen Fernsehen gucken. Bin gespannt, was dann so läuft. Deadpool, branded as both hero and villain. Deadpool was once a badass mercenary named Wade Wilson. After being recruited into the Weapon X program, Wade was subjected to experiments that gave him awesome regenerative powers and drove him batshit crazy. Today, the Merc with a Mouth travels the globe in search of fortune and chimichangas. Click. So, da klingelt's an der Tür, aber wir gucken uns erstmal noch ein bisschen in der Wohnung um. Aha. Auf jeden Fall, wir hatten jetzt nochmal eine kleine Zusammenfassung von Deadpool, das war so ungefähr das, was ich euch erzählt habe. So, was können wir denn hier noch alles machen? Mit dem Hund haben wir schon interagiert. Gitarrenstunden. Okay. Ja, mal Luftgitarre, so mischt es. Obviously the prop guys never got around to making me an awesome guitar. Mit Deadpools Kram gespielt 3 von 14. Ah, da gibt's hier wohl 14 Sachen, mit denen wir interagieren können. Wonder what's in here. Drücke X, um eine Stinkboss zu machen, okay? Yeah. Er ist doch dieses Zensierungszeichen. Now we're talking. Fine. You asked for this. Hunters. Oh, die Kackwurst. Oh, you gotta love the ones that. Ach du Scheiße, ey. Oh mein Gott, also das Spiel gefällt mir jetzt schon. Und das sind gerade mal die ersten 6-7 Minuten. So, jetzt hier Keime abtöten. Was sind dann Keime abtöten? Hier die Badewanne sauber machen oder wie? Ah nee, Hände waschen wahrscheinlich. Ja. Logisch. Ah. Why would anybody want to see that? I sure as. Da sieht man mal Deadpools Dickface, beziehungsweise sieht er halt ohne Maske aus, wie gesagt, durch diese Verunstaltung durch den Krebs oder halt durch den Flammenwerfer. Wie gesagt, ich habe mit Season 3 angefangen. Ich komme ja gleich zu dummen Klingel. Und ja, bei Season 1 war mir noch ein bisschen zu teuer. Und wir können jetzt erstmal eine Pizza essen. Okay, wie kann ich eine okay. Ein bisschen nehmen. Ja, ich kann die Pizza essen durch die Maske. Komm, einer geht noch. Was elender Wichser, Deadpool. Ich hau dich gleich hier weg. So, was können wir dann hier noch machen? Kochen, das ist wahrscheinlich so wie aus dem Trailer. Ah ja, da wächst einfach mal eine Mütze aus Deadpools Kopf. Ja, Mann, 6 von 14, was können wir denn hier öffnen? Nichts, Deadpool scheint wohl. Oh, ich rechne mit Gesellschaft. Im ersten Level kriegen wir schon so viele Trophäen. Gab es hier noch was? Ja, Deadpool, du scheinst wohl knapp bei Kasse zu sein. Wir können sogar den Kühlschrank öffnen. Was haben wir denn da drin? Jawohl, erstmal ein bisschen Bier. Ja, komm her damit, runter damit. Und noch einen, komm hier. Einer geht noch. 4 ist eine gute Zahl. Die 5 ist. Ja, okay, gut, Deadpool. Ach, Deadpool, du Pussy. Ja, ja, komm. So, haben wir jetzt eigentlich alles erkundet. Was hier? Zum Licht einschalten oder wie? Ach, zum Ausschalten, okay. Die Gitarre waren wir auch schon. Was gibt's hier? Ah, hier waren wir auch schon. Okay, dann würde ich mal sagen, gehen wir jetzt mal zur Tür. Oder was gibt's hier? Ein Nickerchen. Wollen wir noch mal ein bisschen pennen? Der Gast wird sich freuen, dass wir ihn so freundlich reinbitten. Erstmal am Arsch kratzen, so muss das. Ohne Scheiß, das ist genauso wie den Comics. Are you kidding? No. That would be embarrassing. Okay, wird mal Zeit, hier wieder aufzustehen, nicht hier zu pennen. Oh, jetzt haut unser Gast noch ab. Bin gespannt, wer es ist.
Schauen wir mal. Ah, that must be the X-Men delivering my dry cleaner. Jawohl, ich bin bereit zu metzeln oder nein, ich will noch mit meinem Kram spielen. Ach, okay, das heißt wohl, wir können entweder in der Wohnung bleiben oder wir nehmen jetzt hier die Kiste. So do I. Yoink. Ist kalt. Shit. As I suspect. Words everywhere. Lame. We should read some of them. Fine. Scene 1. Dark and stormy night. Deadpool is contracted to kill media mogul Chance White, who is blah 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 de blah blah. Don't need that. Edit that. Ah, crayons. Very classy. Why are we trying to kill What's-His-Face? Who cares? I'm making art here. Behold! Not sure the player understands our thinking yet. Hey, player, just go with it. We're about to change your fucking life. Bring the noise! Okay, fängt schon mal gut an. Ich denke mal, jetzt kommen wir... Jawohl, jetzt kommen wir erstmal ins erste Level. Oh, unsere zwei Katanas sind auch schon am Start. Ah, Viereck ist Angriff. Oh. Oh, was konnte ich denn nicht... Ah, ich kann sogar schießen. Okay. Hey, there's some text. Player, read that shit. Do whatever High Moon says. Man merkt schon, er redet schon mit dem Spieler, wie angekündigt. Ja, Viereck ist wie gesagt schlagen, habe ich ja gerade auch schon rausgefunden. Auch hier eine Combo. Und das hier wohl der starke Angriff. Oh, Gegner. Kein Problem für uns, die sind ja wohl eher so... Trainingspuppen, sage ich mal. Kombiniere jetzt Viereck mit Dreieck. Ah, okay, gut. Dann können wir mal hier so die Combo-Tasten kombinieren. Man sieht schon, nicht unblutig das Spiel. Und da fällt auch gleich mal der Kopf ab. Drücke nach einem Angriff einen fortgeschrittenen... okay. Ah, okay. Hast du schon mal mit Kreis versucht? Ah, wir können uns teleportieren. Ganz wieder in den Comics. Erinnert mich gerade auch so ein bisschen an das Spiel Jumper. Drücke Kreis, während du angreifen wirst, halt, okay. Oh, der war nicht schlecht, der Konter. Und hier gleich nochmal. Kommt her, Leute. Okay, schon alle tot. Okay, we get it. Buttons do stuff. Let's move on. What did you have in mind? Besides you two schmucks, one crate, please. Eine Kiste. Okay, eine Luftpumpe, what the fuck? Wozu werden wir dann bitte schon diese Hüpfburg benötigen? Das Spiel ist jetzt schon sick. Also kommt nah an die Comics ran, muss ich sagen. Wozu brauchen wir bitte schon eine Hüpfburg? Ach du Scheiße, ey. Auf jeden Fall fängt es den guten Humor von Wade Wilson an. Ich finde es ziemlich gut, dass sie das Spiel nicht in Deutsch synchronisiert haben. Okay, denn ich glaube auf Deutsch, ich weiß nicht, man könnte Deadpool einfach nicht übersetzen auf Deutsch, da würden die Witze einfach nicht so gut rüberkommen. Und das ist wirklich eine reinste Vergewaltigung der Comicfigur. Finde ich gut, dass sie es nicht gemacht haben. Schallfaden gibt es wohl auch nicht. Ein Stealth-Kill. Oh, ganz unauffällig. Drücke Dreieck oder R1 für tödliche Grüße. Drücken einfach mal R1. Das nenne ich mal Stealth Kill, ganz eindeutig, weil es aber jetzt auch Schalldämpferpistolen sind. Da liegt der Kopf. Alles klar, das sind wohl die DP-Punkte. Okay, warte, da hinten sind auch noch Punkte, die sammeln wir auch noch mal ganz kurz ein. So, Select. Ah, neue Waffen. Waffen gesponsert von Steven und Bayonet. Gute Balance zwischen Kills und Combo. Schnell, aber nicht zu schnell. Stark, aber nicht zu stark. Neue Verbesserung. Okay. Verbessern. Ach du Kacke. Hier muss man erstmal wieder durchblicken. Erhöht Deadpool-Belohnung für Kills um 20%. Okay, da kriegen wir mehr Punkte, wenn wir Leute töten. Machen wir mal gleich. Okay, kann ich sonst noch irgendwas verbessern? 8000.
Kauf mich. Ah, ne, die kosten 80.000, alles klar. Gut, dann können wir anscheinend noch nicht mehr kaufen. The more bad guys we kill, the more upgrades we can unlock and purchase with our points. I like to spec my Deadpool for defense and healing. I like to spec my Deadpool for nougat and cream filling. But I don't think that's an option. Begib dich Rauch von Sprengerloch in die Decke. Hurra, Sprengstoff, ja. Klingt mal wieder ganz nach Deadpool. Und ja, wie gesagt, ich habe mit Season 3 angefangen, da, wie gesagt, die erste Season mir ein bisschen zu teuer war. Und ja, ich bin aber trotzdem relativ gut reingekommen. Habe jetzt ungefähr in meinem ganzen Deadpool-Comic-Leben, sage ich mal, 200 Comics gelesen. Ein Wandsprung, so wie bei Prince of Persia. Hammergeil. Achso, und jetzt auf die andere Seite, denke ich mal. Ja. Also auf jeden Fall Jump'n'Run und Hack'n'Slay. Gut, dass es so eine Abwechslung gibt. Und ja, ich denke, wie gesagt, das Gameplay wird jetzt nicht so der neue Burner sein. Aber immerhin haben sie diesen Deadpool-Humor und das ist an sich schon der Kaufgrund. Ah, alles klar. Ganz wie bei Prince of Persia. Okay, jetzt hierhin die Deadpool-Punkte einsammeln. Und ja, wir könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, was denn eure Lieblings-Deadpool-Comics sind. Hier soll ich jetzt einen Doppelsprung machen, oder wie? Okay, hat schon mal sehr gut geklappt. Finde ich aber gut, dass wir uns wegteleportieren können. Drücke in der Luft, um einen Doppelsprung zu machen. Ah, okay, wir müssen wohl ganz an den Rand noch. Dann ans nächste. X gedrückt, um am Vorsprung hochzuklettern. Ah, okay, und dann wahrscheinlich hier wieder auch. Jo. Gut, Leiter. Ah, der Wilhelm-Scream da. Hammergeil. That's what happens when you mix C4 with a bean burrito. Now be honest. I'm not the only one with a little bit of shit in their pants right now, am I? Alles klar, jetzt geht's mal fett auf die Fresse. Ja, Mann, wir teleportieren uns erstmal. Kommt her, meine Freunde. Spürt meine Katanas. Ach, hier können wir auch irgendwas wie Munition oder sowas einsammeln. Oh, hier mal einen schönen Kombo rausgeschnetzelt. Erinnert mich auch so ein bisschen an das Batman oder Spider-Man Kampfsystem. Finde ich gut, dass sie das ungefähr übernommen haben. Kann ich eigentlich auch schießen? Ja, oder? Alles klar, haut auch schon ganz schön rein, die Knarre. So, erstmal hier wegteleportieren. Okay, Steuerung mit den Knarren ist etwas ungewöhnlich, aber das kriegen wir schon hin. Munitionsanzeiger haben wir auch, das heißt, wir haben nur 16 Schuss. Aber wir haben ja zur Not noch unsere Katanas, die sowieso unsere Hauptwaffe sind. Jawohl, das ist weggeschnetzelt hier alles. Finde ich auch ziemlich gut, dass das Spiel Uncut nach Deutschland kam. Weil ja, das wäre jetzt irgendwie etwas schade gewesen. Was gibt's denn hier? Ach okay, das war die Toilette, die wir weggesprengt haben. Wow, wow, wow. Ganz ruhig, mein Freund. Fress erstmal meine Combo. Und wie gesagt, meine Lieblingscomics von Deadpool sind, glaube ich, Deadpool Killer Straight, wenn ich das richtig ausspreche. Die spielen nach Momentum. Was ist denn L1, L2 plus X? Oh yeah! Alter, war das gerade eine geile Combo. Auf jeden Fall, Killer Straight, wenn ich die richtig ausspreche, sind meine Lieblingscomics. Die spielen nämlich nach der Zeit Deadpool Kills the Marvel Universe. Und ja, in Deadpool Kills the Marvel Universe geht es einfach darum, dass Deadpool jeden Marvel Held umbringt, von Spider-Man bis zu The Fantastic Four. Alle müssen dran glauben. Und richtig geil auf jeden Fall. Kann ich nur empfehlen, das Comic. So, komm her, greif an. Ich teleportiere mich weg und schnetzel euch alle um. So, erstmal umballern die Herren. Ich weiß gar nicht, zu wem gehören die eigentlich? Wer ist denn hier gerade unser Obergegner? Na, wo bin ich, Leute? Und zack. Weggeschnetzelt. Also hier nochmal die ganzen Items und so einsammeln. Wo liegt... Ach, hier sind schon wieder ein paar Kollegen. Einer. Alter, erstmal schön den Head weggeballert. So muss das. Eine Combo. Also, es gibt auch wieder so ein Combo-System. Die Anzeige, so wie bei Batman. Hier gibt es auch noch was zum Einsammeln. Wie lange bin ich denn auf? 19? Manchmal... Oh mein Gott, hier hinter mir ist ja einer. Na, komm her. Komm, Konter. Oh, yes. Jawohl. Und ja. So. Also es gefällt mir schon richtig gut, das Kampfsystem. Haben sie gut hinbekommen.
Und ja, Kill the Shore ist auf jeden Fall ein richtig geiles Comic, denn es spielt halt nach Marvel Universe. Und es geht halt darum, dass Deadpool halt, wie gesagt, alle Helden schon ausgelöscht hat. Und sich praktisch dann den geschichtlichen Helden zuwendet. Wie zum Beispiel Don Quixote, Sherlock Holmes oder sogar hier, wie heißt er denn? Ich weiß es gar nicht mehr. Hier, ihr wisst schon von... Tom Sawyer, genau, Tom Sawyer. Er bringt die alle um, Leute. Hammergeil, sogar Moby Dick. Also finde ich ziemlich witzig, dass Deadpool so eine Geschichte mitmischt. Und ja, das war's, würde ich sagen, erstmal für den ersten Part. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und fände ich geil, wenn mir einen Daumen hoch nach oben gibt. Damit würdet ihr mich supporten. Und ich hoffe, ihr seid auch im nächsten Part dabei. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann, Leute. Haut rein.